Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge die Sims 3 Faulapfelbaum-Challenge. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Es ist Sonntag, 5 Uhr morgens und eigentlich wollte ich gerade Nils aufwecken, aber dann ist mir aufgefallen, es ist ja Sonntag und eigentlich kann er noch ein bisschen weiter schlafen. Jetzt gucke ich gerade, ob sonst noch jemand wach ist. Frieda könnten wir eigentlich wecken. Guten Morgen, Frieda. Steh doch mal auf, weil sie ist mega hungrig. Deswegen lasse ich sie jetzt mal nicht ausschlafen. Außerdem ist sie eh ein Geist, von daher. Ich weiß nicht, ob Geister so unter Erschöpfung leiden können dann. Oh, hier sieht es ja eklig aus. Wer hat denn da seinen Lachs nicht aufgegessen? Komm, das machen wir mal schnell weg. Oh mein Gott, Barsch hier ist zu Besuch. Schön, dass er auch nach seinem Tod noch seine Fähigkeiten trainiert. Das freut mich sehr. Ich ärgere mich ja immer noch, dass wir es nicht geschafft haben, seinen Lebenswunsch zu erfüllen. Da bin ich echt traurig drüber. Naja, okay. Frieda, bist du schon da? Ja, super. Da hat schon wieder jemand hingepinkelt. Ach nee, ich glaube, das war gestern Abend, ne? Hol dir doch mal gegrillten Käse. Und dann, was machen wir denn heute mit dir, meine Liebe? Sie möchte ja ein Buch über Kochen lesen und die Kochenfähigkeit perfektionieren. Das heißt, eigentlich könnten wir heute nochmal in die Bibliothek gehen. Und dann könnte sie da noch ein bisschen kochen lernen. Wie alt ist sie denn jetzt? 95. Ui, Frieda. Bin auch am Überlegen. Eigentlich war ja mein Plan, dass ich quasi ihr Leben nochmal, dass ich sie nochmal in einen Menschen zurückverwandle mit Ambrosia. Aber sie ist halt auch schon alt und Barschi ist weg. Und ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir das tun sollten oder nicht. So, du kannst sie jetzt mal kurz frisch machen. Ich schau mal, ob sonst jemand wach ist. Oh ja, Linnea ist wach. Linnea, dann kannst du dir auch hier gegrillten Käse mal zum Frühstück holen. Ja, ich weiß nicht, ob wir sie nicht einfach dann gehen lassen sollten, wenn ihre Zeit gekommen ist. Ihren Lebenswunsch hat sie ja eh schon erfüllt. Ah, ich weiß nicht. Ihr könnt mir ja gerne mal da lassen, was ihr meint. Aber ich glaube, vielleicht ist auch einfach ihre natürliche Zeit jetzt dann langsam mal gekommen. Wo war jetzt nochmal die Bibliothek? Hier drüben, genau. Dann fahren wir mal hier in die Greymont Public Library. Nils hat Geburtstag. Linnea hat Geburtstag. Und Ronja hat... Oh, was? Die werden heute schon zu Erwachsenen? Ernsthaft? Oh mein Gott, das hatte ich schon wieder nicht auf dem Schirm. Aber das kennen wir ja schon. Das ist ja eigentlich jedes Mal so, ne? Oh, da ist jemand aufgewacht. Wer ist es? Es ist... oh. War das gerade Barschi oder war das Lilly? Man weiß es nicht, wer von beiden es war. Oh mein Gott, Birk möchte Gwen einen Heiratsantrag machen? Das geht ja schnell, mein Freund. Das ging ja jetzt schnell. Eine Hochzeit ist ein bedeutender Schritt, denn man entscheidet, neben wem man den Rest des Lebens aufwacht. Puh, das ist, also, er ist wohl hin und weg von Gwen. Ich meine, sie ist aber auch super süß, kann man nichts sagen, ne? Da kann man jetzt nichts sagen. Wir werden sie auf jeden Fall heute einladen und den anderen mal vorstellen, glaube ich. Ich glaube, das ist keine schlechte Idee. Aber jetzt gibt es erstmal Frühstück. Ist Aaron schon wach? Nee, Aaron schläft noch eine Weile. Genau, Nils ist schon wach. Du kannst dir auch Frühstück holen. Und Ronja kann sich auch Frühstück holen, wenn sie denn mal aufwacht. Aber Ronja gönnt sich hier ihren verdienten Schönheitsschlaf. Sie ist aber auch extrem hübsch. Das muss ich ihr jetzt hier eingestehen. Sie ist super hübsch. Okay, Frieda ist auf dem Weg zur Bibliothek. Gwen Glover lernt gerade Gitarre spielen. Okay, interesting. Genau, und ansonsten Linnea. Oh, Linnea, du solltest vielleicht auch das Badezimmer mal aufsuchen. Vermute ich jetzt einfach. Wäre eine gute Idee, glaube ich. Wäre eine ganz gute Idee. So, und Birk, mein Freund. Was haben wir denn gestern eigentlich noch geschafft? Haben wir da einen neuen Faulapfelbaum gepflanzt? Ja, haben wir. Ein vergammelter Apfelbaum. Alle meine Träume werden hier gerade wahr. Alle meine Träume werden gerade wahr. Gut, dann gehen wir mal raus und pflegen den Garten hier. Wie hoch ist denn deine Gartenfähigkeit hier? Level 8. Ja, easy. Easy, easy, easy. Und wie hoch bist du in der Karriere? Level 6, okay. Und Aaron ist auch auf Level 6. Perfekt, sage ich da nur. Perfekt. Okay, Nils, was geht bei dir? Du könntest hier mal den Abwasch machen. Wie sieht's aus? Hä, haben sie hier einfach, haben sie die Rinde, oder nennt man das Rinde bei Toast? Den Rand vom Toast haben sie übrig gelassen. Alles klar. Hatte ich nicht mal die Fold Replacement für die Teller? Ich dachte, ich hätte da mal, vielleicht muss ich mir da wieder eins runterladen, weil das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich glaube, das war von Mod The Sims, muss ich nochmal gucken. Okay, so, Aaron, du schon wach? Nee, immer noch nicht. Aber wenn du wach bist, dann kannst du hier mal Pfannkuchen servieren, damit wir genug Frühstück für die nächsten Tage auch haben.
Genau, und ansonsten, die gute Linnea möchte das Teleskop verwenden. Das machen wir ja wohl lieber abends. Ach, und Frieda müsste schon angekommen sein, in der Bibliothek, in der Bücherei. So, Frieda liest jetzt mal nicht... oh, sie will es eh gerade ablegen. Aber du könntest es auch einfach dahin zurücklegen, wo du es her hast. Ich sag's ja nur, ne? Ist jetzt nur eine Idee. Aber finde ich ganz gut. Und ich glaube, die Fähigkeitenbücher waren die hier oben? Ja, gut. Dann geh doch mal hier Kochenband 3. Wie heißt der? Moment. Kochenband 3. Lecker, köstlich, delikat. Genau, das kannst du jetzt lesen. Oh nee, Ronja scheint heute etwas schnippisch zu sein. Sehr auf rebellisches Verhalten gefasst. Naja, gut, also sie kann auf jeden Fall nicht die Schule schwänzen. Weil es ist ja Sonntag. Es ist ja Sonntag. Jetzt lernen wir erstmal hier. Frieda kann hier ein bisschen kochen lernen. Sie wünscht sich ja eh, dieses Kochbuch zu lesen und die Kochenfähigkeit zu perfektionieren. Und ich gehe nochmal nach Hause. Da müssen wir eigentlich heute eine Geburtstagsparty schmeißen. Es ist ja Gott sei Dank Sommer. Das heißt, wir können wieder eine Gartenparty machen. Und dann können wir Gwen dazu einladen. Das finde ich eine ganz süße Idee. Wie sieht es im Garten aus? Birk erntet fleißig Dinge ab. Ja, perfekt. Es ist auch nichts gestorben. Und ich freue mich so über unseren Faulapfelbaum. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis Aaron auch tatsächlich die Gelegenheit bekommt. Das wäre jetzt natürlich noch ideal. Was ist bei dir so los, Ronja? Sie möchte Schule schwänzen. Ja, heute ist Sonntag. Sieht schlecht aus. Und sie möchte Freundschaft mit Linnea beenden. Das machen wir auf jeden Fall nicht. Aber sie möchte auch die Logikfähigkeit lernen. Deswegen setzen wir uns jetzt mal hier an den Schachtisch. Ach nee, nicht schon wieder. Komm, ey, ständig kriege ich zurzeit diese Meldung. Und ich weiß nicht, was sie mir genau sagen möchte. Ich speichere jetzt einfach und setze nochmal die Stadt zurück. Und dann, ja. Schauen wir mal, was passiert. So, da sind wir wieder. Natürlich ist mein Spiel dann doch abgestürzt. Wunderbar. Ich habe jetzt einfach mal alles zurückgesetzt, inklusive des aktiven Grundstücks und hoffe, dass das was bringt. Aber ja, ich habe allen wieder ihre Aufgaben zugeteilt, die sie jetzt hoffentlich brav wieder ausführen. Ronja hat schon die erste Stufe der Logikfähigkeit gerade erreicht. Und ich denke, ich werde ihr Linnea da mit an den Tisch sitzen. Dann können die nämlich ihre Beziehung noch ein bisschen verbessern. Die sind zwar Freunde, aber es geht noch ein bisschen besser. Es geht noch ein bisschen besser. Sie wünscht sich das zwar jetzt nicht unbedingt, aber ich nehme jetzt einfach mal die Freiheit. Genau, Ronja möchte die Schule schmänzen. Das wird wohl nichts. Nein, das wird wohl nichts, weil heute ist Sonntag. Genau, okay. Linnea spielt hier. Nils sitzt vor dem Fernseher. Birk ist im Garten beschäftigt. Aaron bereitet noch ein paar Pfannkuchen zu. Und Frieda sollte in der Bibliothek wieder angekommen sein. Die war nämlich dann auch aufs Heimatgrundstück zurückgesetzt worden. Genau, die schwebt hier durch die Bücherei. Oh, hier sind Leute. Oh, warum hast du keine Haare? Carol Funke. Hast du vielleicht ein Default Replacement abbekommen? Soll ich da mal kurz nachschauen? Ist vielleicht besser. Nein, sie hat einfach tatsächlich keine Haare. Okay, dann weißt du was? Ich verpasse jetzt einfach kurz irgendeine Frisur. Was würde denn zu Carol passen? Das hier? Das hier? Ich glaube, ich gebe ihr jetzt einfach mal das hier. Das sieht ganz gut aus. So, jetzt hast du Haare. Gern geschehen. Habe ich gern gemacht. Und das hier, ist das dein Bruder? Spencer Funke. Okay. Dann ist hier noch Irene Funke. Hey, es gibt ja unfassbar viele Funkes in dieser Stadt. Das ist Red. Genau, das ist der Papa dazu. Aber die Mama ist, glaube ich, nicht hier. Ach, aber ich finde es hier so schön in der Bibliothek. Vor allem diese Kinderabteilung finde ich halt so süß einfach. So. Frieda, hast du das Buch? Du kannst nicht das Buch klauen. Das gehört dir doch nicht. Das gehört doch der Bücherei. Warum geht das jetzt nicht? Oh, was hast du denn jetzt wieder für ein Problem hier? Aber hier ist es nicht mehr drin, eindeutig nicht. So ein Mist aber auch. Kann ich das jetzt nicht mehr benutzen? Das ist ja doof. Ja gut, dann komm nach Hause. Nee, weißt du was? Weißt du, was wir machen? Dann kaufe ich mir das Buch jetzt eben und lese es zu Hause. Das ist mir dann auch egal. Okay. So, back home. Ich hoffe, wir haben nicht noch mehr Probleme heute. Das ist echt so anstrengend. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob es irgendwie... zwei Mods sind, die sich nicht miteinander vertragen. Ich kann es nicht sagen. Linnea hat für die Fähigkeit Logik Level 2 erreicht. Super gut. Die Pfannkuchen sind auch fertig. Die stelle ich mal in den Kühlschrank, damit sie nicht so schnell schlecht werden. Okay, Aaron hat sich wieder ans Malen gemacht. Das finde ich eigentlich ganz gut. Oh, und er möchte die Kochenfähigkeit perfektionieren. Ja, dafür lösche ich jetzt mal den Angelwunsch. Sehr gut, sehr gut. Wie weit bist du dann mit der Malerei? Level 9, ja easy. Und Birk ist am Zocken. Ich nehme an, du bist fertig im Garten.
Das nehme ich jetzt einfach mal an. Ich guck mal lieber, weil ich bin mir da nie so sicher. Unser Gammelbaum, dem geht's noch gut. Oh, hier ist was gestorben. Das müssen wir wieder neu anpflanzen. Was ist das? Was ist das denn? Der Limonenbaum. Ja, dann pflanzen wir den kurz nochmal neu an. Und genau, Frieda ist auf dem Weg zum Buchladen. Alles klar. Ah, oh, das war jetzt natürlich wieder eine sehr willkommene Unterbrechung. Das geht mir so auf den Keks. Ich weiß nicht, was das gerade ist. Ich habe im Unterschiede im Stammbaum-Let's Play habe ich das Problem nicht. Ich vermute aber auch, dass es nicht in der Stadt liegt. Also vielleicht ist es tatsächlich der Haushalt. Ich meine, der ist jetzt auch schon... Diese Familie spiele ich ja jetzt auch schon seit, weiß ich nicht, 2017. Das ist halt schon echt eine lange Zeit. Aber wir sind bald mit dem Let's Play ja leider schon am Ende. Und dann, naja, mal gucken. Also, was wollte ich jetzt hier kaufen? Ich wollte Fähigkeitenbücher. Und zwar kochen, 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 kochen. Kochen Band 2 und Band 3 nehmen wir jetzt einfach mal mit. Dann haben wir die zu Hause für immer und können immer drauf zugreifen. Und das finde ich ganz gut. So, wir pflanzen jetzt nochmal ganz kurz den Limonenbaum an. Wunderbar. Und dann möchte ich gerne Gwen einladen. Ich möchte sie nämlich meiner Familie vorstellen. Und ganz ehrlich, von mir aus können wir ihr auch instant einen Heiratsantrag machen. Weil er wünscht sich das ja. Ich meine, er ist jetzt auch schon nicht mehr der Jüngste. Also, ich habe da eigentlich nichts dagegen. War jetzt noch nie so früh geplant, aber was will man machen? Wo die Liebe hinfällt, ne? Wo die Liebe hinfällt. Außerdem werden wir dann wahrscheinlich heute so eine kleine Geburtstagsparty feiern. Ich weiß aber tatsächlich nicht, ob wir noch irgendjemand anders einladen als die Leute, die jetzt schon hier wohnen und Gwen. Weil ich glaube, so richtig Freundschaften haben wir ja noch nicht geschlossen, oder? Nee. Nee, nicht so wirklich. Also die drei kennen zwar Lawrence, aber ich weiß jetzt nicht, ob wir Lawrence unbedingt einladen müssen, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, das muss nicht sein. Oh, Frieda ist zu Hause. Hallo Frieda, dann kannst du jetzt hier dein neues Buch lesen, bitteschön. Backen, Band 3, lecker, köstlich, delikat. Zumindest so ein bisschen kannst du... Frieda. Ach, sie ist gestresst. Oh, liegt es daran, dass sie nicht lesen kann? Oh, okay. Sorry, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, dann kannst du hier noch ein bisschen... Ah, jetzt kann ich sehen, was Nils gerade anschaut. Er guckt Sportuniversum. Ja, dann guck doch mit deinem Sohn ein bisschen Sportuniversum, hm? Ja, dann geht der Spaß gleich hoch. Ronja hat aufgehört, Schach zu spielen. Warum? Oh, Aaron muss arbeiten. Das habe ich voll vergessen. Ups. Ups. Ja gut. Sollen wir uns beim Chef ein bisschen einschleiben? Ashton Bourne oder so? Amy hat eine neue Frisur. Das sieht ja fancy aus. Aber Amy ist halt auch leider nicht Single, ne? Das ist ein bisschen traurig. Das ist ein bisschen traurig. Wir müssen irgendwann für ihn eine neue Freundin finden. Aber naja. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wie sich das dann ergibt. Okay. Oh, Gwen ist angekommen. Hallo, Gwen. So. Mein Lieber, Birk, mach mal Schluss. Und sie sieht so süß aus. Moment, ich muss sie kurz betrachten. Hi, Gwen. Hi, du. Na, alles klar bei dir? Oh, sie sieht so gut aus. Ich will mich ja nicht selbst loben, aber sie sieht wirklich gut aus. Okay. Dann... Oh. Oh, sie schenkt uns... Ich möchte keine Blumen bekommen, dankeschön. Diese Interaktion muss ich, glaube ich, ich muss mir mal einen Mod runterladen, die das verhindert, weil das nervt mich ultra, dass ich ständig irgendwie Blumen bekomme oder Blumen verschenke. Okay, so, geh doch mal hier raus und unterhalte dich ein bisschen mit ihr. So, und dann, denke ich mal, werden wir hier mal Vorstellungsrunde machen. Also, Mama fängt natürlich an. Geh sie doch mal charmant begrüßen, deine zukünftige Schwiegertochter. Sie hat eine ein bisschen nervige Stimme, aber darüber kann ich hinwegsehen. Oh ja, Ronja, du kannst auch hier einmal freundschaftlich begrüßen. Ach, Frieda. Frieda, mach doch bitte, was ich dir gesagt habe. So, hier auch einmal freundschaftlich begrüßen, bitte. Charmant begrüßen, charmant, genau. Frieda ist natürlich sehr charismatisch, da reicht freundschaftlich begrüßen einfach nicht aus. So, ich hoffe, die beiden verstehen sich. Aber sieht doch ganz gut aus hier. So, und? Über gemeinsame Merkmale reden. Ja, perfekt. Wunderbar. Dann könnt ihr euch eigentlich noch ein bisschen weiter unterhalten, oder? Hier kennenlernen. Frieda muss sie natürlich auch auf Herz und Nieren prüfen, wenn sie ihren Sohn heiraten möchte. Hier fragen mal nach ihrer Karriere auch. Was ist das? Mit schönen Künstlerabschlussprallen. Ach ja, stimmt. Wir waren ja auf der Uni mit Frieda. Das habe ich schon wieder ganz vergessen gehabt.
können wir denn noch machen? Über Kunst reden. Oh, über Bildhauerei reden. So, wohin ist Birk abgehauen? Zocken. Och, Birk. Ja gut, es sei ihm gegönnt. Es sei ihm gegönnt. So, aber die beiden scheinen sich doch schon mal ganz gut zu verstehen. Das finde ich ganz gut, wenn wir heute sowieso planen, ihren Heiratsantrag zu machen. Wobei, vielleicht machen wir das doch nicht heute. So, Red Funke möchte plaudern. Hat Birk Haugland Lust zu reden? Ja, ist okay. Vielleicht machen wir das doch nicht heute, weil heute haben ja die Drillinge Geburtstag. Und es wäre dann irgendwie unfair, glaube ich, wenn wir das, ihnen dann das Rampenlicht rauben mit unserem Heiratsantrag. Deswegen machen wir das, glaube ich, lieber morgen. So. Was können wir denn noch hier? Erzähl doch noch mal eine dramatische Geschichte. Und wo ist das Kompliment? Hier. Genau, und ich glaube, wir müssen uns jetzt vorbereiten auf den Triple-Geburtstag. Dann habe ich hier im Inventar noch die Sachen von der letzten Gartenparty. Ich glaube nicht, oder? Das habe ich beim letzten Mal ausgemistet. Nee, okay. Wo machen wir denn unsere Gartenparty heute? Ich glaube hier so in dem Bereich vor dem Blumenbeet, weil das sieht super schön aus. Dann stelle ich da jetzt einfach mal einen Moment. Ich stelle da jetzt meinen Tisch hin für den Kuchen. Kuchentisch. Hier, der sieht doch gut aus, oder? Von Around the Sims. Round Wedding Table. Gibt es hier noch in anderen Farben? Nee, aber kann ich ja einstellen. Kann man ja alles einstellen, ne? Ich mache den jetzt mal... kann ich das nicht? Hallo? Sind das keine identischen Muster? Ach, das lädt noch, deswegen. Okay. Ich mache den jetzt mal... Boah, das sieht ja ultra kacke aus. Nee, warte, wir machen das mal weiß. So, und das hier machen wir blau. Oder so? Ja, so ist auch okay für mich. Okay. So, dann machen wir einen Kuchen. Kuchen, Kuchen, Kuchen. Oh, Konditorei, Geburtstagstorte. Ach, das ist aus dem Store. Das habe ich aber, glaube ich, noch nie ausprobiert. Und was ist das? Das ist ja ein süßer Hochzeitsbogen. Oh, dafür habe ich auch schon eine Verwendung. Wir probieren jetzt mal den Konditorei Geburtstagstorte hier aus. Oder die Konditorei Geburtstagstorte. Ich hoffe, dass das funktioniert. Ich weiß nicht mehr, welches Store-Set das ist, aber wir probieren es einfach mal aus. Okay, und dann brauchen wir jetzt noch Esstische. Was hatten wir denn? Hatten wir nicht hier drüben mal so einen großen Tisch stehen? Ich dachte, sowas hatten wir mal gehabt. Einfach mal hier den Tisch aus Ästen und Zweigen hinstellen. Ja, komm, warum nicht? Das sieht doch süß aus. Den können wir vielleicht auch stehen lassen einfach. Hier noch die passenden Stühle dazu. Wie viele Leute sind wir denn? Ups, bin an meinem Kopfhörer hängen geblieben. Vielleicht sollte ich doch mir was Wirelesses, Wireless? Was Kabelloses anschaffen. Sagen wir es einfach so. Okay, jetzt stelle ich da ein bisschen Deko. Moment, Moment. Hier zwei kleine Windlichter stellen wir da noch hin. Und dann können wir eigentlich unseren Geburtstag feiern, oder? Das ist hier so. Das ist doch hübsch, oder? Ich glaube, das passt. Ich glaube, das passt. Recht viel mehr Deko brauchen wir jetzt eigentlich. Wir haben jetzt 8 Plätze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leute sind wir. Okay, passt, super. Dann unterhalten wir uns hier kurz noch fertig. Und dann schicke ich mal alle nach... Ich schicke gleich alle nach draußen. Ah ja, okay, Ronja geht noch... Ach nee, die Toilette säubern musst du jetzt nicht. Heute ist dein Geburtstag. So, ihr geht jetzt alle mal hier raus. Leider ist Aaron jetzt nicht dabei, aber ein paar Opfer muss man bringen, ne? Genau, so. Und wenn die beiden sich fertig unterhalten haben, dann gehen wir da auch alle raus. Sie möchte ein Porträt von Gwen malen. Ich möchte auch ein Porträt von Gwen malen. Moment, was müssen wir denn da vorher fertig malen? Das hier vielleicht, das geht am schnellsten. Okay, so, dann gehen wir mal raus. Ach, komm, hör jetzt auf. Birk ist halt wirklich den ganzen Tag nur am Zocken. Und ich meine, ich verstehe es ja, ich verstehe es ja. Aber wir haben jetzt gerade wirklich andere Dinge auf der Agenda. Ruf doch mal deine Freundin. Wieso kann ich die nicht herrufen? Kann ich die jetzt nicht dahin rufen? Das ist ja doof. Oder seh ich es nur wieder einfach nicht? Das wäre ja nicht das erste Mal, ne? Egal, okay, dann fangen wir jetzt einfach an. Die wird dann schon rauskommen, hoffentlich spätestens, wenn es Kuchen gibt. Und wen lassen wir zuerst altern? Sollen wir einfach mit Nils anfangen, weil der hier als erstes aufgeführt ist? Ich glaube, das machen wir. So, Kerzen ausblasen, Nils Haugland. Nils Haugland feiert Geburtstag, alle sind herzlich eingeladen. Ich hoffe, das klappt jetzt mit diesem Kuchen. Das wäre echt super blöd, wenn das jetzt nicht funktionieren würde. Aber wir schauen ein... Oh, das sieht schon wieder doof aus. Ohne Dach. Moment, ich muss hier ja auch Bilder machen, ne?
So, wir fliegen mal hier nach unten. Ja, sieht doch gleich viel besser aus. Wo ist denn der Rest der Familie jetzt? Kommen die auch noch raus oder nicht? Moment, ich muss es kurz überprüfen. Doch, die müssten eigentlich alle rauskommen. Okay, ja, dann die werden sich schon einfinden dann. Wir fliegen wieder nach unten. So, okay. Ich bin bereit für den Geburtstag. Okay, das funktioniert hier gerade super schlecht. Oh, aber schaut mal, wie ihr guckt. Okay, du darfst jetzt auspusten. Alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag. Sind die anderen jetzt auch rausgekommen eigentlich? Ja, da stehen sie ja alle. Vielleicht habe ich sie einfach noch nicht gesehen. Wunderbar. Wunderbar. So, dann kriegt hoffentlich jeder Schokokuchen. Und dann werden die anderen hoffentlich auch noch älter. Und ich hoffe, dass das jetzt alles klappt mit dem Geburtstag. Oh, er hat die Zöpfe bekommen. Oh Mann, okay. So, aber Nils ist endlich ein junger Erwachsener mit all den Vorteilen und Verantwortlichkeiten des Erwachsenseins. Seine Zukunft erwartet ihn mit offenen Armen, was er wohl alles erreichen wird. Okay, so, wir dürfen uns ein Merkmal aussuchen. Och, Nils, warum diese Frisur? Aber okay, charismatisch, athletisch, Glückspilz und gut. Ja, genügsam, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Aber warum diese Frisur? Warum? Ach, Nils. Und wir müssen noch einen Lebenswunsch wählen, oder? Okay, also ihm wird vorgeschlagen, internationaler Spitzenspion, Rettungsschwimmer, Level 9 der Profisportlerkarriere erreichen. Wisst ihr was? Ich möchte, dass er Spitzenspion wird. Das finde ich gut. Ronja, hol dir mal jetzt nichts aus dem Kühlschrank, sondern es gibt jetzt Kuchen. Oh mein Gott, sieht das lecker aus. Was? Das sieht ja mal ultra lecker aus. Ich will diesen Kuchen auch. Ich will auch diesen Kuchen. Oh, seine Nase ist aber interessant geworden. Oh no. Muss ich jetzt direkt nochmal ein Bild machen. Oh, was ist denn mit deiner Nase passiert? Du warst so hübsch. Oh, und haarig ist er auch. Haarig ist er auch. Okay. So, holt euch doch alle mal ein Stück Kuchen jetzt. Oh, oh, das sieht so lecker aus. Ich habe jetzt auch mega Bock auf Schokokuchen. Oh, aber Gwen ist gar nicht da. Wo ist denn Gwen? Ach, die ist am Zocken. Oh, die ist das Perfect Match für Birk. Echt so. Oh, wie schön. Moment, ich mache mal kurz die Headline-Effects aus. Porn, genau. So. Ach, aber ist doch eine nette kleine Gartenparty, oder? Was meint ihr? Wenn er nur nicht diese hässlichen Haare hätte, Mann. Das ist wirklich sehr traurig. Sollen wir Gwen einfach schon mal fragen, ob sie einziehen will? Dann kriegt sie auch Kuchen. So, okay, Nummer 1 ist jetzt schon mal fertig. Dann müssen wir jetzt eigentlich nur noch drauf warten, bis die Mädels auch altern. Aber es sollte eigentlich bald passieren. Hoffe ich. Okay, Frieda, stell doch mal den Kuchen weg. In den Kühlschrank, damit wir morgen auch noch was von ihm haben. Es ist ja noch echt viel übrig eigentlich von dem Kuchen. Und er sieht so gut aus. Oh, hallo Kuchen. Mann, ich liebe Kuchen. Aber okay, wer nicht? Wer nicht? So, Mädels, wie sieht es bei euch aus? Werdet ihr jetzt auch älter oder? Oh, und Frieda wünscht sich, dass Nils Arzt wird. Du, ich glaube, das ist nicht sein. Das ist leider nicht sein Karrierewunsch, fürchte ich. Hat er den Wunsch schon? Ja, er möchte die Gesetzeshüterkarriere einschlagen und die Fähigkeit Logik lernen. Oh, und Aaron ist fertig. Heute ist eine Menge Essen übrig geblieben und dein Chef hat dir eine extra Portion Porcini-Risotto mitgegeben. Sieh im Inventar deines Sims nach. Und er hat 606 Simoleons verdient. Perfekt. Und er singt. Komm doch mal bitte nach Hause, okay? Komm doch bitte nach Hause. Ach nee, jetzt habe ich auf Arbeiten geklickt. Oh, Gwen! Gwen, du kannst doch nicht mit Nils flirten. Das ist nicht in Ordnung. Oh Gott. Oh je, die Weiben, ha? Die haben einen Vibe. Okay. So, wann werden jetzt die Mädels älter? Ronja hat Geburtstag. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. So, schauen wir doch mal, wie sich Ronja entwickelt. Ich bin gespannt. Ich
Bin sehr gespannt. Ich mache ein bisschen schneller, weil das ist eh immer dasselbe. Yay! Okay, Ronja hat auch die Zöpfe, natürlich. Okay, wir dürfen uns auch für sie ein Merkmal aussuchen. Sie ist leicht zu beeindrucken, hat einen leichten Schlaf, ist athletisch und tapfer. Und eine Nachteule, das passt. Und sie sieht hübsch aus. Und sie hat eine schöne Haarfarbe, finde ich. Oder? Was meint ihr? Wie war jetzt nochmal? Genau, ich habe kurz überlegen müssen, was jetzt nochmal die richtige Taste war, um nach oben zu fahren. Aber es ist E, falls ihr euch das auch fragt. Schaut mal, wie hübsch sie geworden ist. Ich finde, sie ist mega. Okay, so, Lebenswunsch. Und ihr Outfit ist auch nicht so übel, muss ich sagen. Sogar die Zöpfe stehen ihr. Also, sie könnte Feuerwehrfrau werden, Superstar-Athletin, Astronautin, internationale Spitzenspionin, Küstenretterin. Was haltet ihr von Feuerwehrfrau? Ich fände es mega cool, wenn sie Feuerwehrfrau wäre. Wisst ihr was? Das machen wir. Das machen wir. Okidoki. So, dann fehlt jetzt nur noch eine. Und sie steht hier im Badezimmer, alles klar. Linnea hat Geburtstag. Wunderbar, wunderbar. Sollen wir gleich Jobs suchen für die drei dann eigentlich? Ich glaube, es wäre keine schlechte Idee. Wir können ja mal gucken. Ich hoffe, es gibt hier schon eine Feuerwache, aber ich meine schon. Jetzt warte ich mal kurz ab, bis Linnea älter geworden ist und dann schauen wir nach. Gut, auch für Linnea dürfen wir was aussuchen. Sie ist genügsam, liebt die Hitze, eine Schlafmütze und einen Bücherwurm und kann Kunst nicht ausstehen? Ja, vielleicht ist sie einfach absolut unkünstlerisch. Das fände ich so witzig, nachdem sie in einem Haushalt mit so vielen Künstlern wohnt. Gut, Lebenswunsch? Da haben wir es. Okay, also Medizinkarriere, Journalismus. Ein Geld schwimmen, Geschäftsführerin, wisst ihr was? Ich mache mal Medizinkarriere. Dann wird sie eine Ärztin. Und, wie sieht sie aus? Sie sieht eigentlich ganz süß aus. Bisschen goth-mäßig, aber einen schönen Eyeliner hat sie. Einen sehr schönen Eyeliner hat sie. Aber sie sieht gut aus, finde ich. Ich finde, sie sieht ganz gut aus. Okay, und sie wünscht sich, die Medizinkarriere einzuschlagen. Dann gucke ich jetzt mal, haben wir hier einen PC frei? Ja, haben wir. Gut, passt. Wen schicke ich denn zuerst? Ich schicke erstmal. Ach, Linnea ist jetzt an erste Stelle gerückt. Alles klar. Nee, Nils kann erstmal auf die Toilette gehen. Dann. Ach, die müssen alle so dringend pinkeln, ey. Die müssen alle so dringend. Ja, dann schicke ich jetzt erstmal alle drei auf die Toilette. Nils unterhält sich gerade noch mit Gwen. Wo ist Ronja? Ronja ist da, dann kannst du die benutzen. Nils, du kannst dich kurz zu Ende unterhalten und dann kannst du die hier benutzen. Wenn ihr dann mal fertig mit Labern seid. Das ist die Verlobte oder fast Verlobte von deinem Bruder, okay? Oh. Ach nein, Frieda, die wollte ich benutzen. Mann, Frieda. Warum musst du jetzt die Toilette hier besetzen? Gehst du da trotzdem hin, Nils? Nö. Ach, Nils. Okay, dann benutzt die, ist auch in Ordnung. Hat Ronja schon fertig gepinkelt? Ja, wunderbar. So, dann fangen wir jetzt einfach mal mit Ronja an. Nein, du gehst jetzt nicht an den PC, Aaron. Oh, und Gwen macht sich auf den Heimweg. Manu. Ronja. Ronja, komm jetzt hier rüber und such dir einen Job. Dankeschön. Weil dann können die nämlich morgen alle schon ihren ersten Arbeitstag begehen. Und das finde ich cool. Das finde ich sehr aufregend. Nein, Frieda, du auch nicht. Achso, okay. Ich dachte, die will jetzt auch hier auch an den PC gehen. So, wird es jetzt was oder steht ihr ewig im Stau? Nee, okay, Nummer 1. Also, was wollte Ronja nochmal? Ach nein, die wollte ja... Nee, die ist ja, die will ja Feuerwehrfrau werden. Moment, also eine Traumkarriere finden. Ah, Moment, falscher Sim. Ich bin ein bisschen verwirrt, okay. So, jetzt nochmal eine Traumkarriere finden. Und sie möchte die Fähigkeit Geschicklichkeit lernen. Rettungsschwimmerin, Ermittlerin, Feuerwehrfrau. Perfekt, Wassermädchen. Wochenlohn 276 Simoleons. Du suchst eine herausfordernde, interessante und hoch angesehene Tätigkeit. Wenn das Löschen von Bränden, Retten von Sims und Einschreiten bei Notfällen deine Leidenschaft entfacht, solltest du dich noch heute für eine erfüllende Karriere bei der Feuerwehr entscheiden. Und genau das machen wir natürlich. Gut, dann machen wir hier frei. Dann machen wir mal weiter mit dem lieben Nils. Ach komm, geh jetzt an den PC, dankeschön. Oh, der braucht so dringend ein Umstyling, aber ich mach das gleich. Oh mein Gott, ich liebe Ronjas Gesicht. Ich schwöre, ich liebe, wie sie aussieht. Ich lieb's.
Schaut sie sich bitte an. Ist sie nicht der schönste Sim, den ihr je gesehen habt? Vielleicht nicht der schönste. Aber ich finde, sie hat so... Ich weiß nicht, die sieht irgendwie nicht aus wie so der Standard-Sim. Also wenn ich Sims erstelle, dann würde... Also kein Sim, den ich erstelle, würde je so aussehen. Aber sie ist so süß. Wisst ihr, was ich meine? Sie ist einfach so süß. Ich werde sie extrem hart vermissen. Vielleicht müssen wir ein neues Let's Play mit Ronja anfangen. Wir werden sehen. Okay, also für Nils brauchen wir... Ach, da haben wir es ja schon. Gesetzeshüter. Ey, perfekt. Leute, das läuft wie am Schnürchen hier gerade. Dann fehlt nur noch die gute Linnea mit der Medizinkarriere. So, wenn sie das jetzt bitte tun würde. Ach, war Nils im Weg oder was? Geh doch einfach ins Bett, Nils. Okay, also für Linnea brauchen wir Medizin. Perfekt, Organspenderin. Hey, hat jeder schon seinen Traumjob gefunden? Ich glaub's ja nicht. Ich glaub's ja nicht. So, Ronja geht jetzt ins Bett. Wunderbar. Oh, sie ist so süß. Ich liebe sie. Ich liebe sie. Sie ist mein Lieblings-Sim. Sie ist der beste Sim auf der ganzen Welt. Ich sag's euch. Okay. Das war's jetzt erstmal für die heutige Folge. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr dabei wart. Wie immer könnt ihr mich unterstützen mit einem Daumen nach oben und natürlich einem Abo, wenn ihr noch keins dagelassen habt. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende und wir sehen uns ganz bald in einem neuen Video. Bis dann. Tschüss.